Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield Bad Company. Ja, und jetzt schließe ich mich mal der Bad Company hier mal an und drücke auf Start. So, ja, automatisch speichern, schön. Sein bei viele Leute. Nochmal bei vielen, vielen Leuten. Ehre, Glaube, Land, Öl. Kriege werden aus allen möglichen Gründen geführt. Aber auf dem Schlachtfeld braucht jeder Soldat seinen eigenen Gott. Wie sich herausstellte, fanden meine Kumpels und ich für uns einen ganz besonderen. Willkommen zu Battlefield Bad Company. Ja, jetzt spiele ich einen schönen Shooter, wo ich mich der Bad Company anschließe. Ich spiele als Einzelspieler im einfach. Ich will ja nicht meckern, aber versuchen die versuchen die bösen Jungs etwa uns umzulegen. Sweetwater. Ach, okay. Aber ich spiele natürlich als normal, ja. So, ich spiele als normal, was gibt's hier noch? Oh Mann, lasst uns einfach hingehen und ihnen mächtig den Arsch aufreißen, Haggard. So, okay, aber ich spiele als normal. Sie kämpfen gegen uns, wir kämpfen gegen sie. Und wenn ihr Volltrottel die Klappe haltet, könnt ihr sogar gewinnen. Sarge, okay. Klar, aber jetzt spiele ich einfach mal als normal und ich freue mich schon drauf. So, bitte warten. Willkommen geladen. Ja. Sehr schön. Das Spiel selber habe ich aber noch nie gespielt. So. Aber ich freue mich so verdammt drauf. Ich bin ein richtiger Fan der Battlefield-Trilogie und jetzt geht's endlich los! Aufregung! Hubschrauber, yeah! Willkommen im 222. Bataillon der US Army. Das ist die B-Kompanie, in die sie alle reinstecken, die nirgendwo reinpassen, von der Army als entbehrlich eingestuft werden. Man nennt sie die Bad Company. Ein zusammengewürfelter Haufen von Außenseitern, die unserem Land als Kanonenfutter dienen. Mein Name ist Preston Marlowe. Für das, was ich getan habe, hätte ich im Bau landen können. Stattdessen versetzen sie mich hierher. Und das ist meine Geschichte. Private Preston Marlowe, melde mich zum Dienst, Sir. Meinst du, dass du hier richtig bist? Ich denke schon, Sir. Wie viele Leute sind schon gestorben? Das ist doch die B-Kompanie, oder? Ja, das ist sie. Aber lassen Sie diesen Yasser-Scheiß. Ich bin Sergeant und nicht der verdammte Präsident. Okay, Entschuldigung, Sir. Ich meine Sergeant. Lassen wir das. Der da drüben heißt Sweetwater. Hey, willkommen in der Spielgruppe. Er ist Haggard. Hey, alles klar? Du riechst noch so sauber. Mein Name ist Redford. Nenn mich so oder Sarge. Wir sitzen gemeinsam in der Scheiße. Gut, Sarge. Weißt du, welchem Squad ich zugeteilt bin?
Du riechst irgendwie nach Greenhorn, wie ein neues Spielzeug. Ja, ich wette 3 zu 2, dass er bis Freitag tot ist. Sarge? Kannst hier bleiben. Greenhorn. Greenhorn. Okay. So, ja, jetzt fahren wir mal Auto. Für mich geht's ja in 3 Tagen nach Hause. Aber du solltest besser die anderen kennenlernen. Eckert ist der geborene Sprengstoffexperte. Was denn? Ich mag's halt, wenn Dinge in die Luft fliegen. Ja, das geht auch in Ordnung, solange es feindliche Dinge sind. Ach nee. Und Sweetwater? Tja, wenn du mal jemanden brauchst, der dir doch in den Bauch quatscht, dann dein Mann. Das ging unter die Gürtel. So viel rede ich da. Halt die Klappe, Bravo Sweetwater. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet, over. Ach, das ist Miss July, die neue Koordinatorin. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Sie soll sich vor den Konvoi setzen und das Gebiet auskundschaften. Ich melde mich, sobald ich neue Anweisungen habe. Out. Alter Schwede, ihre Stimme ist der Hammer. Sweetwater. Was? Wir bewegen uns immer in Richtung Kampfgebiet, während die immer in die Gegenrichtung fliegen. Hoffentlich sind das unsere Geschütze. So oder so, geiles Geräusch. Das ist ein Hinterhalt. Typisch! Lass das Gejammer, Sweetheart. Wurde auch Zeit, dass wir was zu tun kriegen. Guck mal, der Neue, der ist... Vibriert gleich der Controller hier. Oh, sie haben das Greenhorn ist tot. Jetzt schon? Ich fing gerade an, mir seinen Namen zu merken. Wahrscheinlich hieß er Joe. Ist meistens so. Er heißt Preston. Preston Marlowe. Und er ist nicht tot. Richtig, Soldat? Mhm. Mal sehen, ob dir was fehlt. Versuch mal, meinen Anweisungen zu folgen. Sieh nach oben. Ja. Okay, und jetzt sieh runter. Geht's dir gut, Marlowe? Steuerung ist okay. Sag mal. Hey, Greenhorn, schwing deinen Arsch hierher! So, Arsch her. Springen, ja. Kriech unter den Wagen! Da bist du ja, Greenhorn. Jetzt riechst du schon etwas strenger. Ja. Willkommen in der Bad Company. Danke. Sweet. Mann, siehst du scheiße aus. Du bist aber schon noch am Leben, oder? Nimm deinen Injektor, der bringt dich wieder auf die Beine. R2, R1. Na, was hab ich gesagt? So gut wie neu. Sieht aus, als hätte deine Waffe auch was abbekommen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Versuch mal, die Fässer da drüben zu treffen. Ja. Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Steck alles an Munition ein, was du in Kisten oder bei gefallenen Gegnern findest. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Ja. So, Munition. So. Du weißt aber schon, dass du auch Granaten verschießen kannst. Versuch doch mal ein Loch in das Haus da drüben zu pusten. So, ein Loch in das Haus. Such nicht nach der Tür. Mach dir deine eigene. Die Karre ist Schrott, Marlo. Schnapp den Elektrowerkzeug und versuch das Ding zu reparieren. Ja, das mache ich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Und den Schlüssel vergessen habe. Da muss ich immer die Tür machen. Ja. So. Das ist ein Elektrowerkzeug. Pass gut darauf auf. Damit kannst du Fahrzeuge reparieren. Marlo, mach, dass du den Schrotthaufen auf die Straße kriegst. Oh, Scheiße. Friendly Fire. Ja. Okay. Ich soll reparieren. Da geht's. Das ist auch ganz normal hier. Ich repariere das hier. Nicht schlecht, Marlo. Vielleicht behalten wir dich doch noch etwas. Hey, cool. Danke fürs Pimpen. Bitteschön. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Over. Ah, die süße Stimme von Miss July. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Over. Wir haben schweres Geschützfeuer bei Koordinate 641. Sie haben grünes Licht, die Artilleriebasis auszuschalten. Out. Ihr habt die Lady gehört. Auf zur Artilleriebasis. Unter Nummer sicher verstehe ich was anderes. Sicher ist nicht mein zweiter Vorname. Eigentlich ist es Gordon, aber... Ja, Gordon, okay. So. Jetzt nichts wie weg hier, bevor die Russen sich berappeln. Und was machen wir jetzt, Sarge? Spazieren wir einfach durch die feindlichen Linien? Ja, Haggard, echt klasse Idee. Wir könnten aber auch das Fahrzeug da drüben nehmen. Ja, auch eine gute Idee.
So. Beschleunigen. Okay, Platz tauschen. Radiokanal wechseln. Flugstil, okay. Also, die Dienstvorschriften sind ein bisschen vage, was Angriffe zu viert auf schwere Artilleriestellungen betrifft. Aber ich dachte vielleicht... Ach, lasst uns einfach hingehen und alles kurz und klein machen. Nein, hör zu. Wir gehen kein Risiko ein. Wir gehen als Team rein und bleiben so weit wie möglich in Deckung. Und jetzt los. Das ist unser Halt. Augen offen halten, okay? Ach, und Sweetwater, halt die Klappe! Was denn? Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, gerade. Das ist nicht fair. Ich weiß, dass du es bist. Und ich? Klappe halten! Okay. Dann geht's mal los. Ja, und klar, die folgen mir. Ich soll nicht dem Sergeant folgen, sondern ich folge die. Sondern der Sergeant folgt mir hier jetzt gerade. Unten bleiben, feindliche Einheiten voraus. So, Sir. Was gibt es hier für Feinde? Ich hab ein paar Russen gesehen! So. Da können wir doch was biegen. Ich würde dir ungern an einem schlechten Tag begegnen, Press! Ich mir auch. Raus hier! Sicher gehen, dass da niemand mehr lebt. Macht sie alle! Mehr Kugeln! Squad, vorrück! Okay, alles sauber, alles sauber! Okay, das finde ich schon mal klasse, dass die Häuser auseinanderfliegt, alles hier kaputt geht. Das ist super, das ist viel realistischer. Was ist das? Sammelobjekt ist 20k gefunden. Das finde ich jetzt nicht so gut. So, ich nehme doch lieber meine, wie sie noch immer noch mal heißt. Ich bin kein Wattner. Was war das? Na egal. So, dann gehe ich erstmal weiter hier. Schon, ein Jotter verdient. Feindliche Truppenbewegung. Lass sie ruhig kommen. Der will, der hat noch nicht. Zersprengt euch alles, Leute. So, vorrücken, folgt dem Private, folgt dem Private. Думаешь, они близко? So. Durch die Artillerie. Meisterschütze! So. Gesichert! Dann könnten wir auch schon langsam einen Cut machen, denn die 15 Minuten sind auch schon beinahe erreicht und ja, dann mache ich hier mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald!